Ja, ich habe dich Jemand zweimal wird gehört. angerufen. Der Arme ist verloren. Ey. Ja, hier, der nächste Haufen, der seine Seele Ja, der verkauft Bruder hat. von. Ja. Wieso Bruder? Ist er ein Logenbruder von dir? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Wieso Der sagst du Bro. Bruder? Der Bro. Sagt man doch heute so. Ach so, nee, ist aber vielleicht ein Logenbruder, oder? Schau mal. Keine Ahnung, ob der. Pff, weiß ich nicht. Ich kann nur eins sagen, ne? Wieso drehen die denn nicht alle Mohammed oder Allah um oder Buddha oder so? Warum zeigen die nicht ihre Abneigung gegenüber Allah, Buddha oder so? Warum die alle gegen das Kreuz und gegen den Herrn? Warum? Weil das erstens, das war ein Kieferbild oder Was war Scan das? oder so. Was ist Der, da wurde sein Kiefer gescannt, keine Ahnung. dein Ne? Kiefer Das gescannt? so. Ich soll noch was vom Spiegel erzählen. Doda, guck einfach selbst rein, dann wirst du die Erkenntnis bekommen. Ich kann das wirklich nur. Ihr wollt hier immer so, ihr müsst auch mal so ein bisschen Gegenwind akzeptieren, okay? Ihr versucht hier immer das Evangelium zu verbreiten oder was weiß ich. So. Aber jeder, der hier ist, der ein bisschen Skepsis dem Ganzen über hat, Was bedeutet denn stellt diese euch einfach. V-Zeichen, was du über dem Auge machst? Viel. Stellt Ja, euch erzähl doch mal ein einfach bisschen. mal. Komm, Stellt euch einfach. diese ganze Nonsens, was du von dir gibst, interessiert keinen. Diese Stellt euch einfach mal, 2 € ja, Weisheiten, aber die du lass dir mich seit mal ausreden. 20 Jahren Stellt euch angeeignet einfach hast. mal, Ja, hier hat nein, mich brauchst gerade du nicht einer was ausprobieren. Erzähl gefragt. mal diese Hier hat V-Signale gerade da einer über was deine Augen. gefragt und dem möchte ich gerne Ist ja antworten. gar nicht, brauchst du nicht zu antworten. Hier reden viele Leute. Der Sag mal, Spiegel was bedeutet denn ist. dieses V-Signal über dein Auge? Das V ist einfach ein cooler Buchstabe. Sag mal jetzt, sag doch mal ein paar Sachen, Mensch, ist doch kein Problem, da passiert dir schon nichts. Der V ist einfach. Nein, auf. Der V ist einfach nur ein coolerer Buchstabe, der besser als PH ist. Holy Bible. Gebt euch mal das Musikvideo. Wie ist das nochmal? Ah, ich hab's vergessen. Guck mal. Das ist das Problem, ne? Ihr akzeptiert kein bisschen Gegenwind. Für euch gibt es nur, ja, hier, alle müssen Christ sein, aber wenn einer dann was sagen will, um einfach Alle müssen die Christ sein. Wahrheit. Nein, alle müssen nicht Christ sein. Sie sollten, wenn sie sich vor der ewigen Verdammnis retten wollen. Das ist so, als wenn du sagst, ja, ihr sagt, man muss im Auto auch nicht nur ein Gaspedal, sondern auch eine Bremse einbauen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Das reicht doch ein Gaspedal. Nein, du musst aufpassen, dass du auch bremsen kannst, damit du dich vor dem Tod retten kannst. Ein Auto ohne Bremse ist nichts wert. Ja, aber das kannst Deswegen du nicht kein mit Christen Gegenwind. vergleichen. Ja, Gegenwind von deiner Seite aus, es ist Schrott. Guck mal, ich kann euch nur das Video hier empfehlen. Warte mal, ich muss mal die Kamera hier drehen. Zack. So, jetzt gehst du hier. Wo ist das jetzt? Hier. Das ist cool. Da. Was ist das für ein Video? Wie heißt das? Danny, mach mal Chrome. I think I'm God. I think I'm God. Also ich denke, ich bin Gott. Von Andy Case. Was ist das? Ist das so auch so ein Freimaureropfer, der seine Seele verkauft hat, oder was? Watch. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Video hier. Irgendwie diese Musik nicht für Männer, also es ist schon für Transsexuelle auch so wie Schwuli so dieses Lied war gerade. Also selbst zu meiner Weltzeit, wo ich weltliche Musik gehört habe, da habe ich richtige Männermusik gehört, Death Metal, Grindcore, aber
Aber egal, alles an dir ist irgendwie so ein Mischmasch, so ein Zwischending, so nichts Halbes, also lauwarm. War das gerade Musik Richtiger von dir oder was? Laodicea, Laodicea, Freimaurer. Was war das? Deine Musik oder was? Ja, aber so eine Nein. richtige Spruch, so richtige Schrottmusik. Also nicht mal in der Welt hätte ich Was ist so das denn für eine, eine was ist das denn langweilige für eine Schrottmusik Playlist? gehört. Habe ich letztens schon gesagt, der nächste Song, der von mir kommt, heißt Dein Licht. Dein Licht, was von Bin für Amazon mich etwa? bestellst, für 2 Euro. Deine Erleuchtung für zwei Euro bei Amazon. Bruder Reza, LED. der hat auch gesagt, der will sein Coverbild als ein Auge machen. Ne? Echt Stimmt doch, jetzt? Pharao, ne? Ja. Warum? Ist das schlimm? Wie heißt du denn da als Artist? Pharao. Ach, so heißt du auch als Genauso wie hier. Artist. Hast du schon Na Lieder klar. gemacht? Na klar. Geh mal kurz da in auf Spotify und gucken, was der macht. Ich habe meine ganzen Songs gelöscht. Ah doch, nee, es sind noch zwei drin. Und jetzt hast du deine Seele verkauft und jetzt kommst du groß raus, oder was? Quatsch. Jetzt komm. Ja. Das ist ja Kindergartenmusik. Meine Herren, meine Herren. Was ist das denn? Hör mal die Musik, hör mal die Musik. Da ist ja mein Song viel, viel besser. Das ist so wie diese Stereo Song ist Billig-Keyboard im laut. Kindergarten, wenn Kinder so auf die Keyboard hauen. Das ist ungefähr vom Niveau, das. Meine Fresse. Nicht mal in der Welt, nicht mal in der Welt können die was Vernünftiges machen. Machen so Schrott. Reza, war mein Kamel-Urin-Song nicht viel, viel besser als sein Zeugs da? Natürlich, das war 10-mal höher, wäre hochwertiger als sein. Ich schwöre, ja. Ich schwöre. Was ist das da? Kinderkeyboard? Was die da im Kindergarten Selbst wenn benutzen? Kinder im Kindergarten auf Keyboard hauen, hört sich das besser an, als der, was der da macht. Das war Meine eine Fresse, Ignis, aber gut. gibt's doch nicht sowas. Mann, 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 Mann. Ja, aber die Hoffnung bleibt, wenn er seine Seele richtig verkauft, dass er bessere Qualität liefert. Aber. Bruder Reza, mach mal bitte eine Aufnahme, dass das Schwester Lisa mir über WhatsApp schicken kann. Reza, stell dir mal vor, wir lachen jetzt eines Tages auf einmal die Freimaurer initiieren den dann richtig in diese Loge rein und dann machen Ja. die auf einmal den übelsten Produzenten. Auf einmal hört sich das voll heftig an und wir Ja, da denken so, würde ich kommt auch der voll dann an? tanzen darauf, wenn der Beat heftig ist. Ich habe keine Ahnung, das ist das Witzige. Nee. Aber man hat richtig gehört, dass das so blaue Loge-Musik ist, so die untersten. Pharao, lieber Pharao. Mann, 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 Mann. Das war richtig unterste Ballermann 6 Musik, ne? Mann, Mann, Mann. Aber wie die Hoffnung bleibt, dass wenn er dann richtig loslegt, da hochkommt und. Reza, das waren sieben Eimer Sangria um 7 Uhr morgens am Strand. Ich habe auch das Gefühl, dass er gerne hier immer hier hochkommt, um so richtig so abgezogen zu werden, von links nach rechts. Der genießt das auch. Der genießt Ich spüre, mein Rückgrat kommt schon wieder raus. Bitte. Nee, nee, Was ist nee. das, Leute, Pharao? Leute. Bitte, bitte, Kennt ihr verschonen das Sie Sprichwort, diese. wer zuletzt lacht, lacht am besten? Ja, ich sag ja, das kann ja durchaus sein, dass die auf jeden Fall auf einmal so einen 1-Million-Dollar-Produzenten dahinstellen und dann hört sich das auf einmal heftig an, deine Kindermucke Natürlich. Ja, natürlich. Wenn die den richtigen Produzenten geben, die so Bushido und was weiß ich, Sido und sowas produzieren, dann ja. Ja. Ihr macht Aber mich dafür fertig, musst du ey. schon was tun. Dafür Ja. musst du schon noch ein paar Sachen machen, ne, bösartige. Ja. Natürlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du Ja, bist aber auch gut, der hat bereit, dann auch das zu dann. tun, ne? Du bist auch Genau, der bereit, hat bis dann. nach ganz oben dann alles, Genau, diese ganze Opfer zu Rituale bringen. zu machen. Ja, du hast mir gerade Mal. eben gesagt, ja, du wärst bereit, alles zu tun. Und alles bedeutet ja alles. Das Opfer zu war's. bringen, ne? Du bist bereit, auch wirklich Opfer zu bringen. Ich habe schon alles getan. Hast du schon gemacht? Mhm. Ja.
Guck mal, ich sag euch eins, ne? Ihr könnt so viel Darf ich lachen, wie fragen, ihr wollt. Pharao? Pharao, wie viele Opfer hast du schon denn? Erzähl mal, wie viele denn? Mehr als zwei? Auf meinem Weg, ey, ich habe so viel Blut, Schweiß und Tränen. Das kannst du dir nicht vorstellen. So viel Blut, Schweiß und Tränen für solche Kindergarten-Tralala-Musik hast du gebracht. Ey, guck mal, jetzt mal ehrlich, ne? Es interessiert mich nicht. Ihr könnt alle lachen oder keine Ahnung was am Ende des Tages, ne? Seid ihr vielleicht 0,0001% von meiner Hörerschaft, die dann kommen wird, so, aber. Pharao, Pharao, wo werden die denn kommen? Auf Toilette oder wo werden die denn kommen? Nee. In Hammam, türkisch Hammam. Burger King. Da Der werden sie Burger sich King. alle treffen, die Fans von ihm. Ja, klar. Nein, sag mal jetzt, Paro, jetzt Pharao, mal, jetzt haben Pharao. wir jetzt mal Spaß beiseite. Das kann doch nicht dein Ernst sein gerade. Oder meinst du das wirklich ernst jetzt? Ja, ich frage dich jetzt wirklich, war das jetzt ernst? Ich denke die ganze Zeit, das ist Spaß, Mann. Mal, ihr habt doch gerade ungefähr vier Takte von dem Song gehört. Lass mal nochmal, ich will das So, nochmal hören. Lass uns, alleine das zeig mal dieses nochmal. Theater, machen wir nochmal an, Digga. Pharao, Ja, mach mal komm, nochmal. Zeig mal mach mal nochmal. nochmal. Alleine Pharao, dieses mach. Affentheater, was ihr hier gerade macht, ne? Das ist doch sowas von scheinheilig. Ihr hört nicht mal 3 Sekunden von einem Song von Ja, mir. okay. Dann Ja, sind mach mal wir bitte. so In 4 Sekunden tausende, weiß ich, dann machen wir ob der Song behämmert ist oder sind nicht. hier tausende Pharao, Pharao, lass mal Love-Smileys und nochmal. keine Lass Ahnung was. mal bitte nochmal abspielen. Spiel mal nochmal. Lass mal Spiel mal laufen. nochmal ab. Nee, Nochmal brauchst du vorspulen in der gar nicht Mitte. nochmal abspielen, weil im Endeffekt ist das doch Doch, alles so doch, 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 doch. Wir wollen jetzt schnulzig nochmal und abspielen. diese ganze. Nee, Damit die dann mach Leute mal, nochmal hier, mach mal lachen. an. Mach mal bitte. Wir wollen nochmal lachen. Warte. Warte. Spiel mal durch die Nacht. Spiel Mach mal mal durch die Kamera Nacht. an. Mach mal Spiel Kamera mal an, durch die Nacht und Theresa. nochmal Kamera an. Nee, mach mal Dingens durch die Nacht an. Das ist ein Song, den du da gerade hörst. Das ist einfach nur ein Dingens im Suff entstanden. Mach Bruder mal durch die Lisa, Nacht. mach mal bitte die Kamera an. Mach mal bitte die Kamera an. Bruder, ey, hör mal zu, mach mal lieber aus. Da, Digga, der ist GEMA registriert. Der wird gesperrt, der Chat. Jetzt mach mal aus. Mach den Song aus, Alter. Der ist GEMA registriert. Du kriegst dein Stream gesperrt. Am Ende war ich die Enttäuschung in Oh, eigentlich auch. aus, denn, oh. War nicht mich Oh, selbst. yeah. Du hast mich Oh, vergiftet. oh, yeah, Ich yeah. habe Oh, yeah. Oh, yeah, geschadet. yeah. Oh, Es ist nicht richtig. Du oh, yeah, bist yeah. Oh, mein yeah. Weg. Erkenne Also, ich. es ist so richtig diese Stefan Raab Haus-Maus-Rap. So, wenn du so Rap machst. Stefan Raab. Mit Haus-Maus. Lyrics. Aber das ist eine Beleidigung, Stefan. Hier kommt die Maus, hier kommt die Maus. Das ist ungefähr so dasselbe Rap-Niveau. Das ist Quatsch, was du sagst. Ja, meine Herren. Ist Du einfach kannst doch nicht mal Quatsch. richtigen, harten, guten Gangster-Rap machen wie NWA. Mache ich auch nicht, weil das kein. Ich bin auch kein Gangster-Rapper. Ja, das sind die auch nicht, aber trotzdem haben die gute, harte Musik gemacht. Und Haus Maus ist das auch nicht. Also ich glaube, fast jeder Reim von mir ist dreisilbig. Also Haus Maus ist was anderes. Aber guck mal, ist auch egal. Aber Ihr müsst ja dieser nicht. Autotune, der war schon heftig. Guck mal, Meine ist Herren, auch. das ist wie so ein Ja, warum hältst 14-Jähriger, der so ein 20-Euro-Keyboard bekommt in seinem Zimmer. Warum helfen dir die Freimaurer denn nicht, deine Brüder, dass du so erfolgreich wirst? Oder passiert das bald? Die haben auch Geschmacksverkalkung. Die Freimaurer waren sind auch nicht mehr das, was sie machen. Die haben alle abgebaut, sind sozialer Abstieg. Ja, die haben zu viele Leute, die sind haben auch die haben abgestiegen sozial. Ein Bruder Reza, Ja. stell dir mal vor, der hat seine Seele wirklich verkauft für diese Sache da. Für 20 € Keyboard Musik, ja, sehr gut. Das war sehr intelligent von dir, Pharao. Das hast du gut gemacht. Ich bin normal. Meine Herren, ey. Ja, aber wie gesagt, wir wissen es nicht, ne, zu was er noch also fähig ist, so in der Lage ist, noch was zu opfern. Ne? Und dann Ja. wird er auf jeden Fall Erfolg haben. Aber es ist traurig, ne? Traurig, was die Menschen so für diese paar Jährchen hier auf der Erde bereit sind zu Ja. tun. Ne? Dabei Ja, hat er ich noch muss nicht mal echt die sagen, Sicherheit, dass er dass. noch ein paar Jahre lebt. Es kann noch heute Nacht vorbei sein mit einem Herzinfarkt Ich oder muss Schlaganfall. wirklich sagen, das ist alles.
gewesen. Dafür habe ich meine Seele geopfert, Alter. Ja, das war sehr, sehr intelligent gemacht von dir. Das war die intelligenteste Entscheidung, die ich je gehört habe von. Was passiert mir jetzt? Was passiert mir jetzt denn? Ich hab Angst. Dafür war der bereit, die Ewigkeit in die Hölle zu gehen. Für diese Musik. Denn. Hast du gesehen? Ja, ich weiß. Warum machst du das Pausesignal? Warum machst du das so vor den Augen? Du weißt Bescheid, ne? Der erzählt ne? das nicht, der erzählt das nicht. Er hat mich hier gejuckt, Alter. Allein, dass er das so weiß, Reza, dieses... Ja, Pause. Natürlich weiß er das. Ja. Hier siehst du das? Traurig. Ey! Mal ehrlich, ne? Habt ihr Angst vor sowas? Warum sollte ich denn Angst haben vor sowas? Ich weiß nicht. Es gibt Licht und Schatten. Schau mal. Ja. Was bedeutet denn das mit dem Zeigefinger? Jetzt mal ehrlich, jetzt eine Sache kannst du mir verraten. Dieser Zeigefinger und das Auge da zwischen dem Zeigefinger und dem Ringfinger sozusagen. Was? Also dem kleinen Finger, Entschuldigung, nicht Zeigefinger, dem kleinen Finger und dem Ringfinger und das Auge dazwischen tun. Das Auge, nee. Was du hier, meinst du das Auge? Nee, ich meine dem kleinen Finger, kleinen Finger. Und der nächste Finger daneben. Und jetzt ausspreizen und dann das Auge dazwischen. Ja, genau, mit zwischen. Ja. Was bedeutet das, dieses Signal? Das machen die auch sehr viel. Das bedeutet, dass ich alles sehe. Ja, das ist. Guck mal, ihr seid ja wirklich allen, Ihr seid Pharao, wirklich steht nicht das V für Erfolg, das Auge, allsehende Auge? Ihr seid ja wirklich Menschen, die an spirituelle Sachen glauben. Pharao, das V steht doch für Erfolg. Wir werden Erfolge haben. Lass mich richtig? Mal eins nach dem anderen. Okay, ihr seid Menschen, die glauben an etwas, was geistig ist, an etwas Spirituelles. Pharao, antworte also doch bitte. Wenn ich sowas hier mache, ne? Pharao, das V-Signal steht doch für Erfolg. Wir haben Erfolg. Richtig, habe ich recht? Antworte doch drauf. Das V-Signal steht. Pharao, das V-Signal steht doch für wir werden Erfolg haben. Wir haben Erfolg, richtig? Kannst du auch ja oder nein sagen? Sag doch einfach. Wir werden oder Reza? Vielleicht sowas. Ja. Ich habe die Antwort, ich habe das schon. Dieses V, das weiß, er weiß ganz genau, was da abgeht. Er weiß das. Siehst du? Vielleicht steht das für wenn wir der werden nicht involviert siegen. Ist, Reza, ne? Diese ganzen Auge, Pyramide, umgedrehtes Kreuz. Ja, natürlich, der hat ja alles. Ich kann dir noch was Cooleres zeigen. Mach mich mal auf groß. Ja. Aber nicht jetzt die Schnack machen und sowas. Ja. Siehst du das? Ja. Mit Liebe. Ja, sag doch jetzt, Pharao, mit V-Signal. Siehst du das? Das ist 6-6-Geste. Ne? Siehst du, dass wir das alles so verpackt? V-Signal, Pyramide. Der weiß 1000% Bescheid. Pharao. Nein, Bruder, Pharao, nein, sag mal ehrlich, Pharao, hast du schon mal Blut getrunken? Nein. Nur von Rindern. Ah, okay. Hast du gehört, auf der Dollar-Note. Ja. Wer weiß, was ich hier habe? Wer weiß, was ich hier habe? Zeig mal die Tätowierung, zeig mal. Was ist das? Das? Keine Ahnung, was das ist, Bruder. Kennst du das Buch 334 Promille Lüge? Sag mal. Ich habe keine Ahnung. Reicht auf jeden Fall alles für eine Rowley. Ja, für eine Rowley von der Türkei oder was? Ja. Türkei Rolex. Für 10.000, 20.000 Euro seine Seele wegwerfen, das ist so. Aber das ist immer so. Ich zeige damit meine Loyalität. Ich zeige meine Loyalität für meine Brüder, für meine Schwestern, für jedes Individuum, jedes Wesen. Aber Pharao. Was? Pharao, hast du auch mit Blut unterschrieben, aber, ne? Hast du mit Blut unterschrieben? Hast du mit Rinderblut unterschrieben?
Nein, mit Rinderblut geht er, muss mit seinem eigenen Blut Ja, unterzeichnen. du weißt doch, wie ich das sagen will, Reza. Ach Der so. weiß doch. Ach so, okay, ja, klar. Ja. Ja, bitte. Ja. Ja. Sag mal Alter, ich ehrlich, kann dir Papa, das hast du nicht. da mit diesen. Ich könnte dir sogar das Messer zeigen, aber das Ja, zeig geht mal. nicht. Ja, Nee, zeig mal die geht Wunde, nicht. zeig mal die Digga, Wunde, die du hast. dann. Zeig mal deine Wunde, ich mach dich mal groß. Zeig doch mal. Dann ist sein Stream direkt, das sieht man nicht, weil ich ihn. Doch, warte. Mir Da, die hast du Hand. gesehen? Zeig doch mal die Hand da. Nee, da sind Dreiecke, kann ich dir sagen, aber die zeige ich dir nicht. Und du bist in der roten Loge, ne? Ja. Ja, ja. Wie läuft das denn? Wie läuft das denn so ab in der Freimaurerei? Also du meldest dich dann da bei denen an und dann gehst du durch verschiedene, weiß ich nicht, so Logen oder Ja, wie durch ist das bei verschiedene denen? Grade. Du Ja. gehst durch verschiedene Grade, ne? Je nachdem, wie skrupellos du bist und aufsteigen möchtest, ne, bis ganz an die Spitze, dann steigst du auch aus, auf. Wahnsinn. Oma, kannst du mal eine Sache machen? Mach mich schon mal groß. Das geht mir nämlich wirklich auf den Sack. Okay? Jeder, der hier reinschreibt, der trollt. Okay? Ganz, ganz klare Sache. Schreibt das, wie ist mir scheißegal. Ich kann euch nur eins sagen, ne? So einen Ring, der so fein gefräst ist, ne? Geht mal auf Google und schreibt mal Freimaurerring. Ihr findet keinen einzigen Ring, der so fein gefräst ist. Den kriegt ihr nicht einfach so, ne? Ihr kriegt vielleicht irgendwelche Billigimitate, die dann so Dingens, aber das hier ist ein Wachsring, der kommt auf Wachs drauf, damit ein Dokument gestempelt werden kann. Kannst mich wieder klein machen. Okay? Auf dem Flohmarkt. Genau. Bruder, auf dem Flohmarkt würde ich dafür, wenn ich ihn verkaufen wollen würde, auf dem Flohmarkt würde ich dafür wahrscheinlich 10.000 Euro kriegen. Weil da nämlich auch Initialen drin stehen, das nennt man Siegel. Ja, hast du recht. Ich habe nichts bezahlt für den Ring, außer meine Mitgliedsbeiträge. Ach, da muss Mitgliedsbeitrag bezahlen bei den Freimaurern. Ja, klar, wir müssen alle bezahlen. Heftig. Ach, Und diese wie Welt. ja, der hat seine Seele verkauft für eine Türkei Rolex und eine 1 € Augenautomatring mit so Meine einem Zeichen darauf. Ja. Ja, Und was machen Sie da? da macht er auch noch diese 14-jährigen Kindermusik da auf diese Billig-Keyboard. Du hast vergessen, Kinderkeyboard noch dazu. Kinderkeyboard, dafür Ja, hat hier, es guck sich mal, hier ist richtig mein gelohnt. Kinderkeyboard. Warte mal. Ja, zeig mal dein Ja. Kinderkeyboard. Oh, mein Kinderkeyboard. Ah, guck mal Eieieiei. hier, schön, ne? Hier. Da ist fast wie euer Kreuz. Was ist das denn für ein Kreuz, ey? Das ist ein Ankreuz, das Symbol sowohl für Sexualität, ne, als auch für Wiedergeburt. Ne. Ach du Heilige. Das haben die alle, diese ganzen Das Okkultisten. Der hat das auch. Ah, nein, Digga, das habe ich am Flohmarkt gekauft, zufällig. Das war da einfach. Man merkt einfach, dass du einen Oh. großen Spaß im Flohmarkt hast. Ja. Habe ich da. Gibt's das bei euch nicht? Nee, bei euch gibt's nur sowas hier, ne? Warte. Huch. Das so. Warte mal. Was ist das? Ach, ist das. Alles bei ihm ist so Das ist ein komisch, ne? Rosenkreuzer, das ist ein Rosenkreuzer-Emblem, so wie ich das sehe. Ja, mit Spirale. Oder ist das Spirale? Es sieht aber aus wie ein Rosenkreuz. Ist das so ein Rosenkreuzer? Das ist ein Messingkreuz. Das müsstet ihr aber wissen, was das ist. Nee, das kenne ich nicht. Das kriegt jeder Christ so. Das ist. Ja, okay, reicht jetzt mit dieser Pharao. Habe ich keine Lust mehr. Ihr Ich habe wisst jetzt nicht, was überhaupt das keine Lust ist? mehr auf Nicht. Pharao. Ami, der zeigt dir seine ganze Flohmarkt, die Sammlung, was er gekauft hat in den letzten 13 Kommt von der katholischen Kirche. Wenigstens einer, der das hier weiß. Jahren. Ach du Heilige, jetzt machen wir hier eine Stunde mit Jetzt kommen Pharao. gleich Ich eBay kann es nicht mehr weiter. Kleinanzeigen. Nach Flohmarkt kommt eBay Kleinanzeigen, ist alles, was er gesammelt hat. Ja, ich Das wollte dir kann doch einfach nicht nur eine normal Sache sein. zeigen, die wenigstens mit einem Christentum ein bisschen was zu tun hat, aber anscheinend kennt ihr das nicht mal. Pharao.
Pharao, willst du nicht diesen ganzen Flohmarktkrempel wegschmeißen und zum Herrn kommen, der Welt absterben, Amen. diese billige Amen. 20-Euro-Welt, die du dir da Amen. zusammengebastelt hast? Einfach, das ist doch noch nicht mal erhaben, was du da hast. Aber eben. Verstehst du, würdest du jetzt mir dein Haus zeigen, dein fettes Haus in Monaco mit fettem Bugatti davor, da würde ich sagen, okay, komm, es hat sich gelohnt, komm, diese paar Jahre soll er ein bisschen schnell fahren und dann ab in die Hölle. Mit 400 km/h einfach in die Hölle rein. Aber das hast du ja noch nicht mal. Da hat ein Messingkreuz. Ja. Ein Messingkreuz und ein Türkei-Rolex. Merkst du denn nicht, Faro, dass das einfach nur so unterirdisch das Niveau ist wirklich. Komm doch.